Insofern das schon ein Riesenerfolg für Sandra Stahl und ihr Pferd Roger oder Roger, wie sie es auch immer ausgesprochen haben möchten. Nun Hendrik Riese, den ich eben schon ansprach, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit damals bei Sabina Elbrock. So, nun schauen wir mal, was der Mann aus Bockholzhausen zeigt mit einem Pferd, das Franke Slotak einst in der sogenannten Youngster-Tour ritt. Lou, diese Schimmelstute von Nordanus. Dann ging das Pferd zu Meredith Michaels Bärbaum. Und jetzt ist sie bei ihm gelandet. Im vergangenen Jahr übrigens mit Colino in Ravensburg den großen Preis gewann und wenige Wochen später beendete er dann die Zusammenarbeit im Einvernehmen mit Sabina Elbrock. Ja, auch einer der vier Fehlerritte. Da können noch ein paar folgen, denke ich, bei 41,46 Sekunden. Im Moment der schnellste Vierfehlerritt und somit erst einmal auf Rang 3 hinter den beiden Nullern und in Führung immer noch Alexander Hufenstuhl, 0,42,04.